Ja, hallo zusammen. Ich dachte, zum Abschluss des Jahres mache ich noch mal ein kleines Video. Ja, das Setup ist im Prinzip unverändert. Was haben wir? Wir haben hier die Radio Master, wie in letzter Zeit üblich bei mir, mit ELRS-Sendemodul. Aber eigentlich ist das auch egal, ob man da ELRS oder einen traditionellen RC-Link verwendet. Also zumindest mal für dieses Beispiel ist das egal. Dann hier haben wir unsere Telemetriewerte. Ich habe hier meinen Cruise Controller. Da hängen immer noch zu viele Kabel dran, aber das ist fürs Programmieren halt wichtig. Auf dem Cruise Controller sitzt ein ELRS-Empfänger drauf. Von den 10 Servo-Ausgängen habe ich jetzt mal hier zwei benutzt für ganz normale Servos. Ich habe einen Ausgang so konfiguriert. Welcher ist es denn jetzt? Oh, da muss ich aufpassen. Abenteuerliche Stromversorgung hier für das Schaltmodul. Dieser Ausgang hier für das alte analoge Schaltmodul. Das wird von dem Cruise Controller jetzt hier angesteuert. Und wir haben hier den Regler, der die ganze Chose jetzt mit seinem BEC mit Spannung versorgt und daran eben, das klebt hier nicht so richtig, den Motor angeschlossen. Ja, Motor funktioniert natürlich. Wir können den hier also relativ gut mit niedrigen Drehzahlen laufen lassen. Der läuft hier mit einer Umdrehung pro Sekunde, also 60 Umdrehungen pro Minute. Soweit so gut. Wir sehen die Telemetriewerte als bestens, aber das ist eigentlich gar nicht jetzt das, was ich zeigen wollte. Ich wollte jetzt noch mal die Möglichkeit zeigen, den Sender ja eingeschaltet oder ausgeschaltet zu lassen. Wir lassen ihn zunächst mal eingeschaltet und parallel dazu kann man dann die ganze Chose auch mit dem Handy steuern. Das Handy kann sich über Bluetooth mit dem Cruise Controller hier verbinden. Das müsste ich allerdings erstmal einschalten. Dann leuchtet da die rote LED, das ist schon mal ganz fein. Und dann kann ich damit hier zum Beispiel auch Gas geben. Ich kann auch meine Servos bewegen. Wo sind sie? Die sind jetzt hier. Muss man gucken. Ich glaube, das hört man eher, als dass man es sieht. Man sieht eher die Kabel zappeln. Ich habe jetzt leider keine Ruderhörner da drauf, aber ich glaube, man konnte das wahrnehmen. Oder man kann jetzt auch hier das Licht einschalten. Ach so, da ist nichts angeschlossen. Genau, da habe ich jetzt einfach nicht genügend LEDs gehabt. Ja, perfekt, das funktioniert hier soweit. Das Ganze geht parallel auch im Senderbetrieb oder man kann den Sender jetzt auch ausschalten. Und dann geht es natürlich nur noch über die App. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, es hat gefallen.